So, hallo Fit, mach mit Alltagsmaterialien. Wir haben jetzt noch so Einwegschalen gefunden. Die haben wir da aufgelegt in ein 3x3-Gitter. Wir spielen jetzt Tic-Tac-Toe, so wie ihr es wahrscheinlich vom Papier kennt, nur halt mit Gegenständen. Also jeder hat drei Stück, sollten verschiedene sein, aber was es ist, ist ganz egal. Es können Schwämme, Bälle, irgendetwas sein. Das heißt, wir beiden spielen gegeneinander. Jeder läuft nach vor, legt eines rein. Wer zuerst drei horizontal, vertikal und diagonal hat, hat gewonnen. Und Lene, bist du bereit? Dann geht's los. So, jetzt war ich zuerst, das ist hier unten, muss es woanders hinlegen. Wieder zurücklaufen und eines rauslegen und schauen, dass man es schafft. Okay, Lene, gewonnen. Du hast drei blaue horizontal, ganz knapp. Aber ihr seht, man kann es einfach auf Papier zeichnen und ganz einfach kreuzen und drauf machen, ist auch eine Möglichkeit. Viel Spaß dabei und man kommt ganz schön aus der Puste.